Ich grüße euch ganz herzlich zum Live-Video. Das Thema ist heute das ganzheitliche Leben. Wir können auch sagen, das vollständige Leben. Ganzheit bedeutet, dass nichts ausgeschlossen wird. Dass alles, was das Leben umfasst, alles, was das Leben trägt, alles, wodurch das Leben funktioniert, muss im ganzheitlichen Leben eingeschlossen sein. Da darf nichts fehlen. Alles was wir kennen von uns und vielleicht auch das, was wir noch nicht kennen von uns, muss im ganzheitlichen Leben sein, muss uns bewusst sein, damit wir das Leben in seinem vollen Umfang erfahren und nutzen können, damit wir die Fülle des Lebens in jedem Moment in seiner ganzen Reich und Tragweite erleben und erfahren können. Und Ganzheit betrachten wir, das ist alles, was uns bekannt ist. Das ganze relative Leben, das ganze relative Feld, alles, was außen ist und alles, was innen ist, das heißt auch das, was uns vielleicht noch unbekannt ist, dass wir als die Transzendenz bezeichnen, dass jenseits vom Relativen, jenseits von unseren Erfahrungen, jenseits von unseren Gedanken, jenseits von dem, wo wir zu sagen, das ist unser Leben, ist. Wir hören ja oftmals den Begriff so wie innen, so wie außen oder so wie außen, so wie innen. Und darin, in dieser Aussage, wird ganz viel ausgesagt, weil zum Leben gehört nicht nur das, was uns außen bekannt ist, sondern zum Leben gehört auch das, was in uns ist. Und innen heißt nicht nur, wenn wir die Augen schließen und dann so unsere Gedanken oder unsere Träume, unsere Ideen und Vorstellungen erfahren, sondern auch, was jenseits von unseren Gedanken ist. Da, wo wir sagen, oh, da erfahren wir nichts mehr. Oder besser gesagt, da sind keine Formen, die wir erfahren können. Wir müssen also mit unserem Bewusstsein, wenn wir die innere Welt mit in unser Leben einbeziehen möchten, ist es notwendig, dass wir auch die innere Welt in unser Leben hineinbringen. Und wir machen das,
indem wir unsere Aufmerksamkeit nach innen führen und immer feinere Ebenen der Schöpfung, wir können auch sagen, immer feinere Ebenen der Gedanken erfahren. Das heißt, wir transzendieren. Wir transzendieren eine Bewusstseinsebene, die gröbere Bewusstseinsebene transzendieren wir, kommen dann auf einer feineren Ebene, feineren Ebene, feinere Ebene. Das ist wie die Wissenschaft, die vom Groben ausgeht und dann irgendwas erforscht. Und so erforscht sie auch die allerfeinsten Ebenen der Schöpfung. Und genauso ist es bei uns, wenn wir jetzt eintauchen, erfahren wir die feineren Ebenen, feinere, 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 bis wir letztendlich dorthin kommen, wo unsere Gedanken aufhören zu existieren, wo keine Gedanken sind, wo unsere, die äußeren Formen sich sozusagen aufgelöst haben. Und das ist das einheitliche Feld, die Transzendenz. Die Transzendenz ohne Form. Wir nennen das auch Nirvatattvam. Das heißt, wir transzendieren alles vom Relativen und gelangen in den formlosen Zustand, in die Transzendenz. Und die Transzendenz beinhaltet Stille und Aktivität. Stille und Aktivität. Und dann, diese Transzendenz ist unbegrenzt, ist ein unendlicher Raum. Und dann gehen wir wieder aus der Transzendenz in die Aktivität. Da können wir auch sagen, das ist Nirvatattvam, vom formlosen Zustand in die mehr ausgedrückten Formen, bis wir wieder im Gröbsten sind. Und dadurch, durch diesen Vorgang, durch das Eintauchen, Nirvatattvam, transzendieren, alles transzendieren und dann wieder rauskommen, nehmen wir die Transzendenz mit in die Relativität. Und das wiederholen wir, bis wir letztendlich das Gleiche, dasselbe im Relativen erfahren. Wir können nicht mal relativ dann sagen, wie in der Transzendenz. Die Transzendenz, diese Fülle, die wir in uns erfahren, wenn wir transzendieren, haben wir jetzt mit nach außen genommen und so erfahren wir auch im Äußeren diese Fülle. Das heißt, diese innere Fülle, wir erfahren dann zwei Füllen, die innere Fülle und die äußere Fülle. Und wenn die innere Fülle sich nicht mehr unterscheidet von der äußeren Fülle, dann haben wir Einheit. Dann haben wir das Einheitsbewusstsein. Wir können auch sagen Brahman-Bewusstsein. Das Brahman-Bewusstsein ist das erweiterte Einheitsbewusstsein. Da ist keine Trennung mehr. Ist ganzheitlich. Und da gibt es keine Unterschiede mehr, weil alles eins ist. Wenn wir noch so vergleichen, so zum Beispiel mit dem Gottesbewusstsein, das ist der Bewusstseinszustand, der vor dem Einheitsbewusstsein kommt. Das ist der Bewusstseinszustand, wo die feinste Ebene der Relativität erfahren werden kann. Wenn wir dann noch einen Unterschied machen,
zwischen dem Einheitsbewusstsein, und wir machen das am Anfang noch immer, weil das so gravierend ist, so unterschiedlich, ist eine völlig andere Erfahrung, wenn wir im Einheitsbewusstsein sind, als im Gottesbewusstsein. Und dann kann man noch nicht vom Einheitsbewusstsein sprechen. Das ist vielleicht so wachsendes Einheitsbewusstsein, wenn man noch so im Vergleich ist. Aber wenn der Vergleich aufhört, wenn da kein Unterschied mehr gesehen wird im Einheitsbewusstsein zum Gottesbewusstsein, dann ist da wirklich das stabilisierte Einheitsbewusstsein. Und wenn jetzt mehrere Objekte gleichzeitig erfahren können in Einheit, wo dieser unendliche Raum, den wir vorher nur in der Transzendenz erfahren haben, wenn wir den auch im Äußeren, gibt ja kein Äußeres mehr, aber dann, wenn wir erkennen, dass da nichts Äußeres mehr ist, dass alles eins ist, das ist das Brahman-Bewusstsein. Das ist das Ziel unserer Entwicklung. Das ist das Ziel unseres Lebens, im Einheitsbewusstsein zu sein. Und das ist die Ganzheit. Wir können das vergleichen mit einem Haus. Wenn wir ein Haus bauen, dann haben wir da unsere Wände, wir haben unsere Decke, wir haben den Fußboden, wir haben irgendwelche Stützen, Pfeiler. Und zusammengenommen, alles ergibt das Haus. Wenn wir noch nicht im Einheitsbewusstsein sind oder im Brahman-Bewusstsein, dann betrachten wir die Teile, dann sehen wir die Wand und finden die Wand schön, gucken den Fußboden uns an, die Pfeiler, alle Teile, die das Haus ergeben, das sind wir von eingenommen. Das ist so die Priorität unserer Wahrnehmung, die dominiert jetzt. Das, was wir da wahrnehmen, das dominiert. Und das Haus, das aus all diesen Teilen entstanden ist, können wir noch nicht in seiner Ganzheit erfahren, wenn wir gerade beginnen, uns im Einheitsbewusstsein oder unser Einheitsbewusstsein zu festigen. Mit der Zeit, das ist die Zeit der Gewohnheit, werden wir erkennen, wenn wir uns die einzelnen Teile im Haus anschauen, wenn wir die Wand anschauen, dass dann gleichzeitig auch das Haus erfahren wird. Also, dass hier nicht mehr die Teile dominieren, sondern das Haus als Ganzes dominiert dann. Und überall, wo wir sind, ob wir in dem Raum sind, auf dem Flur oder in dem anderen Raum, werden wir das Haus als Ganzes erfahren. Das heißt, unsere Wahrnehmung erfährt das ganze Haus, egal wo wir gerade sind, egal wo wir mit unserer Aufmerksamkeit sind. Und genauso übertragen ist es jetzt, wenn wir unser Einheitsbewusstsein etabliert haben. Das heißt, dass da kein Unterschied mehr ist zu irgendetwas anderem. Dass also das Gottesbewusstsein unterscheidet sich jetzt nicht mehr von dem Einheitsbewusstsein. Dann erfahren wir die Ganzheit. Und diese Ganzheit dominiert dann. Vorher war vielleicht noch immer so das Gottesbewusstsein, was dominierte, oder andere Bewusstseinszustände, die dominierten. Aber jetzt, dadurch, dass wir das Einheitsbewusstsein stabilisiert haben, ist immer die Ganzheit mit uns. Und alles ist in dieser Ganzheit enthalten. Da ist nichts Getrenntes mehr. Dass immer alles zur selben Zeit enthalten. Und jetzt können wir noch mal sagen, wir sprechen ja auch vom kosmischen Bewusstsein, wenn wir
was ich am Anfang sagte, Nirvata Tvam, wir transzendieren das gesamte Relative, erfahren die Transzendenz, die Ruhe und die Dynamik in der Transzendenz, kommen wieder raus und nehmen diese Fülle von der Transzendenz mit in das Relative. Mit der Zeit stabilisiert sich jetzt dieser Bewusstseinszustand der Transzendenz. Das heißt, die Transzendenz geht uns nicht mehr verloren und dann haben wir das kosmische Bewusstsein etabliert. Das heißt, das kosmische Bewusstsein drückt sich dadurch aus, dass das transzendentale Bewusstsein uns nicht mehr verloren geht und ist immer zusammen mit den drei uns anderen bekannten Bewusstseinszuständen Wachen, Träumen und Schlafen. Das heißt, wir sind erwacht. Aber auch das transzendieren wir. Nirvata Tvam, Nirvata Tvam. Das ist auch wieder so ein Überschreiten von dieser Erfahrung. Und dann, was passiert? Wir erfahren dann feinere Ebenen der Schöpfung, feinere Ebenen der Gedanken und kommen dann auf die Gottesebene und in das Gottesbewusstsein. Und aber auch das transzendieren wir, wenn wir es etabliert haben. Auch da kommt wieder Nirvata Tvam. Alles, selbst die Transzendenz, dieses feinste Ebene, wo unsere Gedanken noch nicht mehr sind. Unsere Gedanken haben wir transzendiert und nach unseren Gedanken, da ist diese absolute reine Stille, die transzendentale Stille, die wird auch transzendiert, Nirvata Tvam, und dann kann es uns passieren, wenn wir transzendieren, wenn wir die Transzendenz transzendieren, dann sind wir im Absoluten. Dann sind wir das Absolute. Wir sind das Absolute, aber vorher, wo immer noch die Identifikation sind, selbst im Gottesbewusstsein, gibt es noch die allerfeinste Ebene der Schöpfung, obwohl das keine Identifikation, aber dass immer noch eine Trennung vom Selbst und Nicht-Selbst vorhanden. Und wenn das jetzt transzendiert wird, dann kommen wir da in den, dann sind wir da, wo nichts ist. Da gibt es keine Erfahrungen, da gibt es gar nichts. Und dennoch ist das das, aus dem alles seinen Ursprung hat. Alles. Wenn wir vom Bewusstseinszustand sprechen, auch alle Bewusstseinszustände haben ihren Ursprung aus dem, wo nichts ist. Bewusstsein bedeutet immer Wachbewusstsein. Ich sage sie nochmal zur Erinnerung: Das Wachbewusstsein, das uns bekannt ist, das Traumbewusstsein, Schlafbewusstsein, das uns bekannt ist, das ganz neue Bewusstsein, das transzendentale Bewusstsein, das uns auch bekannt wird, wenn wir diese anderen drei Bewusstseinszustände transzendieren, dann wissen wir, dass wir jenseits von unseren Gedanken in der Transzendenz sind. Das ist ein Wissen, was aus sich selbst entsteht. Das können wir nicht durch Bücher oder durch Gespräche erfahren. Das können wir nur erfahren, indem wir in die Transzendenz eintauchen, wo unsere Gedanken nicht mehr existieren. Und trotzdem ist da eine ruhevolle Wachheit, die gerade dadurch entsteht, wenn das transzendentale Bewusstsein da ist, wo auch unsere Gehirnzellen alle aktiv werden, aktiviert werden. Und das ist dieser Bewusstseinszustand, den wir nennen die Transzendenz, das transzendentale Bewusstsein. Und genauso ist das mit dem Gottesbewusstsein. Das ist auch notwendig, bevor das Einheitsbewusstsein überhaupt
ins Leben kommen kann, dass wir auch das, das kosmische Bewusstsein transzendieren und Nivata Tvam, um dann das Gottesbewusstsein zu realisieren und das transzendieren, um dann zum Einheitsbewusstsein zu kommen. Einheitsbewusstsein, wo, was ich beschrieben habe, die Einheit zwischen den Vielen, was Viele ist, das Viele, das Relative, das kommt jetzt zur Einheit, das alles, was Strukturen hat, was Formen hat, so, das ist formlos jenseits von unseren Gedanken, jenseits von allen Formen ist also das Formlose. Und darüber hinaus ist das Absolute, was alles wahrnimmt. Du bist das Absolute, du bist der Wahrnehmende. Das kann man nicht mehr transzendieren. Das ist das sozusagen der Ursprung von allem, der Same von allem, aber wie gesagt nicht erfahrbar. Erfahrbar ist nur das, wo unser Nervensystem mit involviert ist, wo wir Bewusstseinszustände haben, die ich gerade aufgezählt habe. Alle Bewusstseinszustände sind verbunden mit dem Nervensystem und dadurch können wir erst unsere Erfahrung machen. Und selbst das transzendentale Bewusstsein, auch da ist unser Nervensystem, das hat einen so einen hohen Grad an Reinheit und hat sich so weit verfeinert, dass es in der Lage ist, dieses transzendentale Bewusstsein zu erfahren. Und da erfahren wir ja, dass da nicht nur Stille ist, transzendentale Stille, sondern auch, dass in dieser transzendentalen Stille eine Aktivität ist, eine Dynamik, aus der, wo wir sagen, dass der Sound nicht des Shrutis, wo dann die gesamte Schöpfung ihren Ursprung hat. Aus dem und aus der Memory. Die Memory ist in dem Sound, in dem Ton enthalten und daraus entsteht unsere Schöpfung. Und das Brahman-Bewusstsein ist jetzt alles, da sind alle Sinneserfahrungen involviert, sind alle Sinneserfahrungen enthalten. Der Intellekt ist da drin enthalten. Pranas, die ganzen Pranas sind da drin enthalten. Alle Energien, nicht Prana, Energie, sind da drin enthalten. Agnis, Feuer, die Luft, Erde, Wasser, alles ist im Brahman-Bewusstsein, was wir vorher als getrennt betrachtet haben, weil wir, dann sehen wir nur das Feuer, dann sehen wir nur Prana oder beschäftigen uns Prana mit Pranayama, mit Atemübungen und haben nicht die Verbindung oder haben nicht die Einheit noch nicht erreicht. Das heißt, wir werden, solange wir noch im Relativen sind und nicht jetzt diese Fülle, die Fülle aus der Transzendenz, also die innere Fülle mit in der Außenfülle vereinen, das heißt äußere Fülle, innere Fülle, kein Unterschied zwischen diesen beiden Füllen, Einheit. Das heißt, wie ein Feld, das relative Feld, das einheitliche Feld, kommen im Einheitsbewusstsein zusammen. Und da gibt es dann, kann man nicht mehr von Feld sprechen, das ist nur noch diese Einheit. Da ist nicht etwas Zweites. Alles ist eins und alles, was vorher getrennt war, ist eins. Und das macht ja jetzt, und wenn wir alles eins sind, da sagen wir dann Brahman-Bewusstsein zu. Anfangs, die Gewöhnungsphase ist es so, da haben wir noch so die Erinnerung vielleicht vom Gottesbewusstsein und vergleichen das Einheitsbewusstsein, wie ich es auch schon sagte, damit oder mit etwas anderem, mit anderen Bewusstsein. Ach, wie war das mit Gottesbewusstsein oder das transzendentales Bewusstsein? Da sind wir immer noch so im Vergleich, da ist noch so eine Trennung, da ist noch nicht diese Einheit mit diesen anderen Bewusstseinszuständen da. Aber wenn wir jetzt im Gottesbewusstsein, das Einheitsbewusstsein, wenn da keine Trennung mehr ist, wenn kein Vergleich da mehr ist, wenn nichts mehr da ist, wenn einfach auch wir, der Körper, unsere Existenz, ist auch im Einheitsbewusstsein gar nicht mehr relevant. Das ist so, man kann das vergleichen auch so, wenn wir zum Beispiel das Glas nehmen.
Da haben wir dieses äußere Gelass so, da sagen wir hier, das ist das Relative und hier drin, das ist die äußere Fülle und hier drin, das ist die innere Fülle. Und da haben wir immer noch so ein Gefühl, so anfangs, so wenn wir uns daran gewöhnen, dass so eine gewisse Trennung da nicht so und so ein Vergleich mit anderen Bewusstseinszuständen, mit anderen Gedanken oder so, was da aufkommt. Aber im Einheitsbewusstsein fällt das alles weg, weil ja eins ist. Und da ist es so wie mit der Wand, wo man durchgucken kann. Da ist keine Trennung. Da ist diese Fülle ist identisch mit der Fülle. Die innere Fülle ist eins mit der äußeren Fülle. Das ist eine Fülle, keine zwei Füllen. Die Fülle. Erfüllt mich. Ja, so ich denke, das war jetzt nochmal, da werden wir sicherlich noch mehrere Videos drüber machen, weil das sehr für jeden zutreffend ist, für jeden, also für jeden, der auf dem Weg ist zur Erleuchtung, für jeden, der nicht auf dem Weg der Erleuchtung ist. Das sind halt viele Inkarnationen noch erforderlich, bis man dann dahin kommt. Aber wenn wir auf dem Weg der Erleuchtung sind, wenn wir den Yoga-Weg gehen oder auch egal, welchen Weg wir gehen, alle Wege durchlaufen all diese Stufen, die ich erzählt habe mit den verschiedenen Bewusstseinszuständen. Die werden manchmal auf anderen Wegen, wenn man einen anderen Weg geht als jetzt ich, wie Transzendentale Meditation oder nicht dieses Wissen der vedischen Wissen, des vedischen Wissens nachgeht oder so sagen wir, das Vedenstudium außer Acht lässt, sondern so seinen eigenen Weg geht oder Satsang macht oder irgendwas anderes, kann ich gerne nochmal drüber sprechen, über die anderen verschiedenen Wege, die auch alle zum Einheitsbewusstsein führen. Jeder muss, und ich sehe auch, wenn andere nur andere Begriffe benutzen, trotzdem kann man sagen, dass wir keine Stufe in unserer Entwicklung überspringen können. Ich sage jetzt so, das sind verschiedene Bewusstseinszustände, andere machen auch diese gleichen Erfahrungen von den verschiedenen Bewusstseinszuständen, aber sie benennen es nicht. Und dann kommen wir ins Diskutieren und kommen dann meist auch immer dahin, dass wir sagen, ja, im Grunde genommen ist da gar kein Unterschied auf dem Weg der verschiedenen Wegen. Der Unterschied liegt nur darin, dass wir etwas anderes machen. Oder auch in der Zeit. Das eine geht viel schneller, wie im Raja-Yoga, das ist der schnellste, sagt man, der schnellste Weg, weil es direkt zum Samadhi führt. Und andere Wege, die machen etwas anderes, aber auch sie führen ebenso irgendwann, wann auch immer, führen dahin, dass wir das Einheitsbewusstsein letztendlich bekommen. Aufgepasst müssen wir da, weil es gibt eine Phase, diesen Zustand von Ich bin, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ganz wichtig, da sind wir so zufrieden, sind aber noch nicht in der Einheit, noch nicht im Brahman-Bewusstsein, das höchste Ziel, was wir gerne erreichen möchten, um wirklich die Ganzheit des Lebens zu leben. Und wenn wir denn da hängen bleiben, weil wir so zufrieden sind, weil wir denken, so mehr gibt es da nicht. Deshalb ist das Wissen so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir erkennen, dass es über dem Zustand von Ich bin, oder wir nennen auch das kosmische Bewusstsein von der vedischen Wissenschaft her, kosmische Bewusstsein, dass es darüber das Gottesbewusstsein, das Einheitsbewusstsein und das Brahman-Bewusstsein gibt. Nicht gut. Für heute reicht das. Ich bedanke mich für eure Teilnahme, Petra, Elmar, ganz lieben Dank und all die anderen. Freue mich, dass ihr da wart. Und vielleicht ist das ja wieder auch ein ganz guter Anstoß, sich darüber Gedanken zu machen und auch das zu vergleichen und zu schauen, das ist ja ganz wichtig mit den eigenen Erfahrungen. Darum geht es ja, dass man nicht nur die Theorie hat, dass man genau all das auch bei sich selbst erfährt. Nicht, dass man das erfährt, die Einheit. Das ist kein Gedankenkonzept, das ist alles ganz konkret, man kann schon sagen, wissenschaftlich. Alle Schritte sind notwendig. Und aus dem einen Schritt ergibt sich der nächste Schritt, bis man letztendlich das erreicht hat, wo der höchste Zustand unserer Entwicklung, der höchste Zustand unserer Evolution erreicht ist. Da, wo Einheit ist, wo keine Zwei ist, nicht, wo keine Dualität mehr ist, das ist Advaita, nicht Zweiheit, Advaita. Da sind wir eins mit allem. Und darum geht es. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Dabeisein. Alles Liebe und alles Gute für euch, Jay Godev.
5.